Herzlich willkommen zurück zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wir sind hier in der Windmühlenwelt und gehen jetzt zum Boss dieser Welt. Und im letzten Part, wer sich das angetan hat mit diesem Struggle, ich danke euch. Auf jeden Fall gefährliche Windmühlenwinder. Ab rein da, ab in die Action. Diesen ganzen Bereich werden wir irgendwann später Backtracking machen. Vielleicht auch sofort, nachdem wir die Spark-Mission haben, damit wir es halt so in der Reihenfolge erledigen können. Das heißt, wahrscheinlich kommt wahrscheinlich eher dieser Oberboss als erstes, als Terraflora. Aber hey, das ist doch jetzt auch egal. Schütze Drehmechanismus. Was zur Hölle? Ich habe nicht gelesen. Also ich sehe hier nur, beschütze die Aufgabe und fertig. Und weil ich keinen Bock habe, benutze ich mein altes Du. Ein Wiederbelebungs-Spark brauchen wir auf jeden Fall. Und Leute, da ich diesen doch sehr gut finde, werden wir mal ein bisschen den ableveln. So, ich glaube, hier kriegen wir nichts mehr. Okay. Boss-Time. Beschütze, 8 Runden. Ja, das nimmt auch so einen ganzen halben Part ein. Egal. 1200 Münzen, muss ich ein bisschen aufpassen. So. Je hat 3 Leben. Ding ist, dass wir so oder so runterspringen müssen. Ja, nee, also ganz ehrlich, ich glaube, ich mache hier noch gar nichts, die erste Runde. Natürlich spawnen da jetzt schon welche, okay. Wieso habe ich einen Grütten-Climb hier? Okay, dann ist es jetzt halt so. Verdammt. Wir müssen zu, Bird Mario. Nein! So, aber dieses macht, glaube ich, nicht so viel Damage. Ja, das ist jetzt nicht so viel Damage, den ich rausgehauen bekommen. Hauptsache, der eine ist schon mal tot. Den nächsten auch, das heißt, der geht auf den. Dann müssen wir aber ganz schnell zur anderen Seite. Ganz schnell.
und müssen die anderen besiegen. Weil sonst treffen die uns da dieses Gelände ab und das will ich nicht. Wir müssen uns halt wieder ein bisschen als Opfer darstellen. Und als erstes, glaube ich, erst wichtig, dass wir... Wie viele Runden haben wir jetzt? Noch 6, oder? Ja, das ist das Erste, was wir jetzt machen müssen. Das ist natürlich jetzt alles blöd. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt, ja, der greift in Bewegung an. Da müssen wir das wieder so machen. Ah, das ist nicht so geil. Setzen wir meinen Schleimer mal dahin. Ich bin ehrlich gerade ein bisschen baff, was ich halt machen muss. Oder nicht, was ich machen muss, sondern wie ich es anstelle. Weil 7000 Leben kann ich nicht in einmal so durch one, ja. Tut mir leid, ich musste jetzt ein bisschen als Opfer darstellen. Hier, das ist leider echt scheiße viel. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade wieder den Bug, dass ich nicht wieder treffen kann. Scheiße, das ist, oh nein, das ist der Slime. Okay, das läuft absolut Bullshit. Aber weil ich auch ein bisschen überfordert bin irgendwie. Warte mal, warum sind ja schon alle drei angehittet? Ja. Okay, wenn die nicht auch mit Peach gehen soll, was soll ich dann machen? Mal ganz ehrlich. Danke. So war's und einfach weg. Ihr sollt einfach weg. Heilung muss ich auf jeden Fall für Rivet Mario spielen. Ich meine, Wiederbelebung, ja, habe ich, aber kostet mich halt auch einen zu. Den krieg ich auch nicht tot. What?
Okay, den müssen wir auf jeden Fall töten, weil die beiden sind noch festgefroren. Ist okay. Alles Shit irgendwie. Alles gerade irgendwie nicht so das Wahre, gebe ich natürlich zu. Weil die, wir haben das verloren. Wir haben dieses haben wir verloren. Keine Ahnung auch, was ich machen sollte. Ich meine, Rabbit Peach steht da offen. Ich kann nicht alle drei Helden dahin tun. Das ist so auch eine kleine glücksbasierte Sache, muss ich machen. Und hier hinten leben wieder. Das ist natürlich sehr schön. Ach komm. Das haben wir jetzt eh verkackt oder so. Beschützen wir nur noch eins. Ist mir jetzt eigentlich auch relativ egal. Slime Super Effekt. Ich glaube, das war jetzt gar nicht gut gegen die, glaube ich. Ich will irgendwie beide treffen, aber ich glaube, das wird nichts. Ja. Dann scheiß drauf, du gehst mir eh auf den Sack. Da kriegst du Slime-Fähigkeit, ist mir egal. Weißt du was, das setzt sich auf keinen Fall nach dahin. Ja, du wirst wahrscheinlich nochmal darauf schießen, so wie ich mich kenne. Ja, natürlich, jetzt genau auf dich, weißt du? Oh, bis. Scheiße, die hat den Leber. Die hat den Wiederbelebungsmark. Warte mal. Das sind wieder Claudi-Wälze, die wahrscheinlich spawnen, ja. Ich glaube, die denken auch, ich habe das die genügend Mittel dafür, dass ich hier irgendwie alles durchkriege. Mir jetzt auch scheißegal, Digga. Ja. Wie ich den jetzt weglocken soll. Das weiß ich nicht. Weil es gibt ja noch die Fläche, weißt du? Läuft, ey, das ist gar nicht rosig für mich. Ja, jetzt müssen wir alle auf den hier beschützen. Ich weiß es nicht. Leute, ich bin überfragt. Mir wird klar sein, dass Rabbit Mario eventuell stirbt. Und langsam habe ich wieder das Gefühl, dass hier alles einfach nur ein bisschen wieder alles verbuggt ist. Ich habe eh verkackt, also Rabbit Mario wird so oder so sterben, ich kann das nicht mehr aufhalten.
umgesehen. Vielleicht hätte ich den umgesehen zu Rabbit Mario machen sollen. Ja, das eine Rad. Ich muss nur noch das eine Rad beschützen. Ah, vielleicht sagen wir zwei, aber mehr muss ich. Das Rad ist eh tot, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ah, und tot. Ist das das erste Mal, dass ich verkacke? Fragezeichen, ich meine. Ja, das könnte passieren. Weil die Gegner, die hier langsam spawnen, sind ein bisschen so übertrieben. Weißt du, es spawnen immer noch mehr Gegner. Das ist nicht mehr. Nein. Ey. Danke. Danke. Wichtig, richtig. Und ich gebe es jetzt mal ganz. Gib's ganz ungern zu, aber ich muss die ja alle wahrscheinlich schlafen legen. Ich muss die alle schlafen legen. Weißt du was? Es wird eine Schnuppe sein. Doch, ich habe keinen Bock, dass mir das nächste hier abfällt. Oh Gott. Das macht auch echt spannend. So, der da muss halt sterben. Ich will aber halt nicht sterben, das weiß ich. Deswegen muss ich gleich noch einen Powerblock reinziehen. Ich glaube, so treffe ich sogar beide. Ja, Ding ist, wenn die Gegner mal schlau wären, könnten die auch drei auf einmal zerstören. Also könnten so ein Lockerteil da vorne hin. Aber ich gehe doch nicht jetzt komplett nach bam, bam, nach hinten, versuche da irgendwie aufzuräumen. Ich meine, mir war, ja, weißt du, es ist halt jetzt so. Ich versuche jetzt nur noch dieses eine zu retten. Ich paralysiere gleich jeden. Letzte Runde, oder? So, ich habe jetzt drei Hits auf einstecken, okay. Ich weiß nicht, warum ich so viele Probleme bei dieser Aufgabe habe, aber... Sagen wir mal so, wenn die Gegner jetzt nicht dumm wären. Zum Glück sind die dumm. Also, jetzt mal ganz ehrlich, zum Glück sind sie dumm. Aber nehmen wir mal an, dass die wären jetzt nicht dumm. Könnten die, wenn die spawnen, einfach bam, bam, bam machen und tot wäre das. Dann wäre ich geliefert. Das würde dann einer der schwersten Missionen werden ever. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr.
Die werden sich eh nicht alle bewegen. Die können sich eh nicht mehr. Also ich denke nicht, dass der jetzt da hinten durch straight schießen kann und das kaputt machen kann. Wenn doch, habe ich alles gesehen im Videogame ab heute. Boah, diese, stell mal vor, diese Aufgabe ohne eins zerstören zu lassen. Kein Scheiß, mach ich irgendwann just for fun. Aber off-cam. Einfach off-cam, um zu schauen, ob ich es irgendwie schaffe oder ob ich denke, ja, die Aufgabe hat mich so oft genommen. Nein. Vielleicht ist es ja sogar gewollt, dass man eins kaputt macht, dass eins kaputt geht, aber ich habe keine Ahnung. Ich hab's geschafft. Ach, alles ist doch wieder so friedlich. Bibo, Leute, ihr habt die Windmühle wieder zum Laufen gebracht. Bei der Stärke des Sturms war ich besorgt, dass eure Erfolgschancen... Besorgt? Genie, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, du hättest dir ganz schreckliche Sorgen um uns gemacht. Entwickelst du etwa emotionale Fähigkeiten? Wohl kaum. Wie auch immer, es gibt wichtigere Sachen als mich. Wir sollten Kontakt aufnehmen mit... Mutti. Hallo, ich meine von dem Freund, ich bin so euch dankbar, dass ihr mir die Windmühlenmaschinen repariert habt. Ich dachte, das könnten wir doch vielleicht mit selbstgemachter Limonade und übergreifend mit Käsebrot feiern. Wir sehen uns in meiner Werkstatt. Hier spricht Mutti, tschüssi. Findest du auch, dass irgendwas an diesem Funkspruch seltsam klang? Offensichtlich haben meine hervorragenden Führungsqualitäten und mein entschlossener Einsatz Muttis Umgangston erheblich verbessert. Obwohl überbackene Käsebrote bei diesem heißen Wetter tatsächlich eine ungewöhnliche Wahl sind. Bruder, das war eine Mission. Das gebe ich ganz fett zu. Neue Aufgaben, okay. Wie viel haben wir hier zu tun? Oh Gott. Also ich weiß, dass hier was war. Hier auch noch. Ah, das war das Vieh. Ja, habe ich hier noch was? Beckmann-Jagd. Also haben wir, also in diesem Gebiet werden wir uns noch 2-3 Parts aufhalten. Vielleicht so ein 2 Parts und eine Hälfte. Gerade wegen Finsterzeit hier, Finsterzeit da und Finsterzeit da. Nee, das war die Röhre. Die gute Röhre will ich aber erst einmal. Ihr weißt was? Beschäftigen wir uns später zu, wenn ich das Backtracking mache. Wahrscheinlich wird das sogar der erste Ort sein, den ich sofort Backtracking betreibe. Damit wir das hier alles komplett schon abgeschlossen haben. Weil das wäre natürlich schon mal sehr perfekt. Ist ja noch ein Knopf. Ah, das machen wir ganz schnell runter, ne? Fahr auf der Baustelle, ja, okay. Wir kommen hier erstmal nicht weiter, das heißt, also doch, wenn ich die Aufgabe machen würde, aber... ganz ehrlich, scheißen wir mal ganz drauf und gehen lieber zurück zum Muddy und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Na doch, hier. So, auf zum Muddy. Aber warte mal. Kann ich es vielleicht sogar abkürzen? Also Leute, ich will jetzt nichts sagen, aber... Das sieht so aus, als ob wir Ende nahe sind der Welt schon. Wahrscheinlich wird das halt echt wirklich gar nicht mal so lang gehen und... Ich würde sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich bei Mutti dann wieder. Das heißt, ich würde sagen, kurz bevor der Part anfängt, sind wir dann bei Mutti. Ja, dann wird wahrscheinlich auch die Welt abgeschlossen sein, gebe ich ganz ehrlich zu.
Spaßig aus. Denn ich sehe jetzt nicht dran. Ey, da will ich hin. Dass wir jetzt noch irgendwie viel abbekommen. Vielleicht kommen wir da jetzt dahin. Dann natürlich noch glücklich. Nein. Boah, ich werde aber noch ein bisschen von diesen Kampf, Leute. Und hier ist so viel Finster. Digga, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, gebe ich ganz ehrlich zu. Egal. Wegen der zweiten. Zum Glück haben wir diesen Gebiet schon abgeschlossen. Da hinten ist ja auch noch so ein Kampf. Oh Gott, Digga. Diese Leute, aber ich würde jetzt mal hier ganz kurz beenden, weil ich weiß jetzt nicht, ob da hinten gleich jetzt irgendwie ein nächster Bosskampf oder so beginnt. Ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Abonnieren nicht vergessen, damit wir, naja, damit ihr seht, wie ich hier komplett Parkmalteil aufräume. Denn das wird lang dauern. Ich würde sagen, bis dann und ciao, ciao.